Hallo, hier ist Elisabeth Kuhlmann. Nach langer Zeit, ich glaube, es ist fast ein Jahr her, kommt mal wieder ein persönliches Video von mir. Das letzte Mal war ich im Wald, also das letzte Video ist aus dem Wald, wohin ich mich 4 Wochen lang zurückgezogen habe. Im letzten Jahr bin ich wieder viel gereist. Ich war oft am Meer. Wie ihr das ja schon von mir kennt. Aber jetzt seht ihr kein plätscherndes Wasser hinter mir, sondern ich bin in einem Hotelzimmer, weil ich bin gerade auf Tournee mit den Wiener Philharmonikern in Skandinavien. Gerade bin ich in Kopenhagen und habe gerade ein wunderschönes Konzert mit den Damen und Herren Kollegen von den Philharmonikern gesungen unter Daniel Harding, Jeremiah von Leonard Bernstein. Wunderbares, tolles Werk, macht große Freude. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme mir ein bisschen Zeit, um ein bisschen was zu erzählen, wie es mir so geht, weil ich immer wieder Fragen bekomme, reist du wirklich mit einem Koffer und hast du keinen festen Wohnsitz? Noch immer nicht oder schon wieder nicht oder erst recht nicht? Also, ich habe nach wie vor meinen theoretischen Wohnsitz in Wien und auch mein Lager in Wien, wo meine Abendkleider sind und ein paar Habseligkeiten, die ich mir aufgehoben habe. Es sind nicht viele. Meine Noten sind auch in Wien. Ich organisiere das immer so, dass ich das gut hinkriege, eigentlich mit den Noten und Kleiderwechseln. Ich habe auch 2 Wohnungen in Wien, die aber vermietet sind, die als Ferienwohnungen vermietet werden. Und je nachdem, wenn die eine oder die andere frei ist, dann und ich Glück habe, dann gehe ich in diese Wohnungen rein. Ansonsten, ich bleibe ja nicht lange in Wien. Also ich bin immer nur kurz in Wien. Da findet sich immer irgendwie eine Möglichkeit, unterzukommen. Und die meiste Zeit bin ich unterwegs und genauso liebe ich das. Ich habe da alles Nötige in meinem Koffer drinnen. Das funktioniert fantastisch. Ich liebe diese Reduktion. Ich liebe diese Einfachheit. Das macht das Leben so klar für mich auch. Also so, es entkompliziert einfach das Organisieren, das Leben allgemein, das Denken. Natürlich war es nötigst. Oder ist es auch immer wieder nötig, sich Gedanken zu machen, was hat wirklich Raum, also bei wem, was gebe ich Raum und was ist mir wichtig? Also das heißt, ich muss ständig entscheiden, was hat Platz bei mir und was hat keinen Platz bei mir. Und diese Beschäftigung, diese gedankliche Beschäftigung schafft dann ein sehr angenehmes Freiheitsgefühl, wo man sich dann wirklich geschmeidig und flexibel durchs Leben bewegen kann und einfach keine Hindernisse hat. Das heißt, man kann wirklich in dem Fluss des Lebens sein und ja, das fühlt sich extrem gut an. Das fühlt sich für mich extrem gut an. Also ich habe alle Freiheiten, die ich mir immer erträumt habe. Ich nehme mir auch immer wieder Freiheiten, wenn es droht, irgendwie eng zu werden. Dann erinnere ich mich immer wieder dran, dass ich jederzeit die Freiheit habe, Entscheidungen zu treffen. Die kann mir niemand nehmen. Und ich habe einfach im Kopf ganz viel über mich gelernt und gelernt, was für mich wichtig ist, damit ich gut durch diese Welt reisen kann. Reisen jetzt auch im ganz allgemeinen Sinn, also beziehungsweise im übertragenen Sinn, wie ich mich durchs Leben bewege.
Und das fühlt sich extrem gut an, so wie ich mir das gerichtet habe. Und ich gebe mir selber auch einfach immer die Freiheit, komplett frei zu entscheiden. Also wenn ich jetzt morgen die Idee hätte, ich mache was komplett anderes im Leben, dann und ich bin mir sicher, dass das jetzt das Richtige ist, dann tue ich das einfach. Und es ist wunderbar so. Das ist toll. Und ich bin froh, dass ich das in den letzten Jahren so geschafft habe, mich da freizuschaufeln von allen vermeintlichen Verpflichtungen und Bürden. Ich habe für mich ein wunderschönes Leben geschaffen und ich genieße jeden Moment. Ich habe das Gefühl, alles, was ich tue, ist genau das Richtige. Und wenn sich irgendwas falsch anspüren würde, oder sich manchmal kommt das ja auch vor, dass irgendwas irgendwie nicht, ja, irgendwie nicht ganz stimmig ist, dann reicht nur ein kleiner Schritt auf die Seite oder so, oder und es stimmt schon wieder und ich kann weiter im Fluss des Lebens mich tragen lassen. Also ich betrachte das so, also ich würde das jetzt so formulieren. Vielleicht kommt euch das irgendwie alles total crazy und verrückt irgendwie vor, aber für mich sind das ganz zentrale Themen, über die ich mich, mit denen ich mich ganz intensiv immer wieder beschäftige, weil ich will sozusagen durchs Leben gleiten. Ich will nicht über Steine stolpern oder. Weil es geht, man muss nicht über Steine stolpern. Also je mehr ich mich innerlich und äußerlich befreit habe, desto mehr bin ich einfach im Fluss. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, dass das nicht so over the top klingt. Ja? Also irgendwie. Das Leben ist so einfach geworden. Das Leben ist extrem einfach geworden. Und auch dadurch, dass ich meinen inneren Frieden so gefunden habe, es ist einfach schön. Und ich weiß nicht, vielleicht kann ich das irgendwie in diesem Video weitergeben, weil ich würde mir das so für alle Menschen wünschen, dass sie nicht so kämpfen im Leben. Ich habe so gekämpft noch vor ein paar Jahren und jetzt, mir geht es so gut und wenn ich das schaffe, dann können das andere, kannst du, der du das anschaust, können sie, der sie das anschauen, können sie das auch schaffen. Und ich würde mir so wünschen, dass ich das irgendwie weitergeben kann. Ich weiß nicht wie. Ich bin so immer im Zwiespalt, weil ich irgendwie gar nicht so viel von mir reden mag. Also ich nicht, weil ich es nicht preisgeben wollte, nur weil es mir auch irgendwie, ja, für mich ist das auch so normal. Ich weiß auch gar nicht, was jemanden, der sich so ein Video anschaut, interessiert oder was für den ja, irgendwie inspirierend sein könnte. Ja. Wenn irgendjemand Fragen hat, dann würde mir das vielleicht helfen, also irgendwie mehr zu reden, weil ich merke, dass viele von dem träumen, was ich tue. Also nicht jetzt buchstäblich genauso wie ich das mache, sondern einfach die von der Freiheit, sein Leben zu gestalten. Und diese Freiheit hat jeder. Jeder kann sein Leben in die Hand nehmen. Und meine Entwicklung war so, dass das auch nicht von heute auf morgen gegangen ist. Ich habe in den letzten 4 Jahren einfach mein Leben Steinchen für Steinchen umgebaut. Ja, manchmal hat es ein größeres
größeres Umgraben bedurft, aber manchmal sind es dann nur feine Nuancen, die man dann abstimmt oder so. Und also wenn ich da irgendjemanden inspirieren kann oder anregen kann, einfach sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und sich nicht so ja, von den Zwängen, von den vermeintlichen Zwängen und Verpflichtungen vereinnahmen zu lassen. Man lebt nur einmal und man soll sich echt Gedanken machen, was man im Leben will, ja. Also will oder ich, ja, ich weiß nicht, ja, wie man das sagen soll. Ich finde, das Leben ist irgendwie zu kurz, dass man es irgendwie verschwendet für das Falsche. Und das Richtige ist einfach, wenn man glücklich ist. Weil wenn man glücklich ist, dann kann man auch dieses Glück auf andere übertragen. Das ist das auch, was ich in diesem Video vielleicht versuche, ja. Und wenn die Menschen glücklich sind, je mehr Menschen glücklich sind, desto mehr gibt es Frieden auf der Welt und desto schöner könnte das Zusammenleben sein und wir könnten die Welt gestalten, wir könnten den Planeten umgestalten, wir könnten die Menschen, ja, wir Menschen könnten uns aufeinander zubewegen, weil wir sind ja, man darf das einfach nie vergessen. Wir Menschen sind, jeder Mensch ist mit jedem Menschen verbunden, energetisch. Und wenn ich mich bewege, dann bewegen sich andere mit. Und wenn sich jemand anderer bewegt, dann bewege ich mich mit. Es geht ganz automatisch. Und ich habe die Gelegenheit, jeder hat das, sich bewusst zu bewegen. Und man kann sich zum Beispiel dafür entscheiden, die Welt besser zu machen. Mit dem kleinen Leben, das man hat in der riesigen Masse von Menschen und von, wenn man noch größer denkt, einfach von Lebewesen oder von Wesenheiten, Planeten oder was weiß ich. Also das geht dann ins Unendliche natürlich. Aber ich finde, ich möchte mich bewusst bewegen, um etwas Positives zu bewirken. So platt, wie das klingt. Aber es ist so wichtig. Wichtig, ja. Und alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf die anderen. Und deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, seid bewusst, was ihr tut. Weil es hat Auswirkungen. Es hat Auswirkungen auf eure Nachbarn, auf eure Kinder, auf die Menschen, die neben dir sind und die weit weg von dir sind. Alles hat Auswirkungen. Und deswegen soll man sich schon gut überlegen, wie man denkt, wie man fühlt, wie man handelt. Und das Tolle ist ja, und da kommen wir jetzt in ein ganz spannendes Thema, man kann sich ja aussuchen, was man denkt. Und viele wissen das nicht. Viele sind Sklaven ihrer Gedanken, aber das Geheimnis ist, man muss sich Herr seiner Gedanken machen. Also nicht die Gedanken bestimmen dein Leben, sondern du bestimmst deine Gedanken. Aber das ist so ein riesiges Thema, aber genau das ist der Schlüssel zur gedanklichen und emotionalen Freiheit, die uns befreit vom Ego.
von Oberflächlichkeit, von Plattitüden. Wenn du es schaffst, zu verstehen, dass du deine Gedanken nicht nur beeinflussen, sondern steuern kannst. Du kannst dich entscheiden, was du denkst. Du kannst jetzt, wenn da jetzt ein blöder Gedanke kommt, dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, ich sehe dich, du Gedanke, aber ich suche mir einen anderen Gedanken aus. Ich suche mir einen schönen Gedanken aus. Oder okay, du kommst immer wieder, zieh mal weiter. Und ich nehme einfach einen neuen, anderen Gedanken oder ich lasse mir einen neuen einfallen. Ich habe so viele Möglichkeiten als Mensch. Aber das ist jetzt ein Thema, das ich angerissen habe, dass man nicht so schnell abhandeln kann. Wahrscheinlich klingt das für manche total wirr. Ich kann dazu nur empfehlen, Eckhart Tolle oder Byron Katie oder einige andere, die einem sehr viel lehren können und einem ja zum Seelenheil verhelfen können und zur inneren Befreiung. Ich glaube, das Video ist schon so lang und wahrscheinlich vielleicht ja für einige nicht nachvollziehbar. Dann tut es mir leid. Aber für mich ist es halt wichtig. Für mich sind diese Themen eigentlich das Um und Auf und darum geht es mir im Leben. Und ja, ich schicke das jetzt einfach so in die Welt hinaus. Ich weiß nicht, irgendwer kann vielleicht was damit anfangen, der andere überhaupt nicht. Dann hat er vielleicht einfach ein lachendes Gesicht gesehen und freut sich trotzdem. Also, ja, ich weiß nicht, wann ich mich wieder melde. Vielleicht gibt es mal wieder irgendwann ein Video. Wenn ihr mir Fragen stellt, dann tue ich mich leichter und kann vielleicht bald wieder ein Video machen, wenn euch das interessiert, was ich da so erzähle, wenn es nicht zu verwirrend ist. Ja, also schöne Grüße aus Kopenhagen und wer weiß, wo man sich demnächst sieht. Ich blende unten, also ich stelle unten meinen Kalender noch rein und würde mich freuen, wenn wir uns bei einem der nächsten Konzerte sehen. Alles Liebe für dich, der du das anschaust, für sie, der sie das anschauen. Ob sie das bis zum Schluss geschafft haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall alles Gute, alles Liebe. Bye bye.